Liebe Frau, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück bei Pharao Chephren, der hart an seinem Plan arbeitet, alle Gesetze zu erlassen und alle Familien freundlich gesonnen werden zu lassen. Und er ist auf einem guten Weg. Wir brauchen noch drei Gesetze und eine Familie. Für die Gesetze allerdings brauchen wir noch einiges an Forschung. Aber er ist auch erst 49 Jahre alt. Das heißt, vielleicht kann er noch 10, 15, 20 Jahre regieren. Danach haben wir noch 15 Jahre für die Ambition. Das wären 35 Runden, wenn es gut läuft. Und dann wären wir im Jahr 170, also rechtzeitig noch vor Ende, vor der Punktewertung. Auch noch ein spannender Punkt. Aber Stichwort Punkt, Punkte, wir holen ja auch hier auf. Wir sind bei 48 inzwischen angekommen. Gut, okay. Wir haben das letzte Mal noch nicht so viel gemacht in dieser Runde, nur uns die Ereignisse angeschaut. Insofern legen wir los und gucken wir jetzt erstmal, welche Einheiten wir bewegen müssen. Naja, hier gab es ja den Aufruhr, den konnten wir Gott sei Dank, auch wenn ich ihn ein Jahr lang übersehen habe, Gott sei Dank besiegen. So, dementsprechend gehen die hier wieder auf Wache. Das ist eine neue Einheit, ja. Das sind die Pikiniere. Und die würde ich eigentlich gerne irgendwo in Kasernen stationieren. Da stehen im Übrigen auch Kasernen frei, aber wir bringen die mal hier in diese Richtung. Befördern werden wir sie mal nicht. Da können sie einfach mal erstmal auf Wache gehen. Okay, dann haben wir dich dort. Dich bringen wir wieder in die alte Position, würde ich sagen. Hier und auch hier auf Wache. Sehr schön. Dann haben wir unsere Arbeiter. Okay, hier ist die Mine fertiggestellt worden. Eigentlich gehörst du zu dem Stück. Und ja, wir können, wie gesagt, hier diesen Sumpf bauen. Wir werden mal in die Richtung gehen. Es könnte sein, dass wir dort sogar die Möglichkeit haben, ein Wunder zu errichten. Ja, wir werden gucken. Okay, hier ist der nächste Steinbruch etabliert. Tja, was lohnt sich hier noch zu bauen? Wir brauchen eigentlich dringend, aber ich glaube, wir haben hier einfach keinen Platz, dringend Dinge, die uns gute Laune bereiten. Kaltbadehaus wäre eine gute Sache. Ne, wird schwierig. Odeon könnte man dort unten noch bauen. Wäre eine Möglichkeit. Hier oben ist alles zu. Auf welcher Stadtseite stehen wir eigentlich jetzt hier gerade? Schwer zu erkennen. Verläuft die Grenze? Achso, wir sind im Gebiet von Tyros. Ja, da ist wirklich fast alles bebaut, oder? Ja, ich sehe da kein freies Feld mehr. Außer hier die Wüste, aber die können wir, glaube ich, nicht bebauen. Mal gucken, ob uns hier noch was angezeigt wird. Stichwort Steinbruch. Doch, tatsächlich, da... Ach, das ist... Ja, doch, das geht. Ja. Ah, das gehört, glaube ich, auch nicht mehr zu Tyros. Da habe ich mich eben vertan. Egal, bauen wir trotzdem dort den Steinbruch. Völlig in Ordnung. So, hier ist... Ah ja, sehr schön. Hier ist das Kaoan fertig gebaut worden. Und Janet ist inzwischen... Ah, ist inzwischen noch nicht legendär. Weil ich bin... Halte Ausschau nach legendären Städten, weil nur dort können wir meines Wissens unsere Wunder platzieren. Okay. Jetzt stellt sich die Frage, lohnt es sich noch irgendwo den Manichismus hinzubringen? Hm, aber was wir natürlich machen könnten... Ah ne, der bringt nur Kultur. Ich dachte auch irgendwie Zufriedenheit, aber das ist nicht der Fall. Naja. Okay, warte mal. Welches Symbol ist es eigentlich? Dieses hier. Ich glaube, der Manichismus ist nahezu überall verbreitet. Außer, ich sehe gerade hier hinten nicht. Ernsthaft? In Damaskus nicht? Ja, das würde sich ja direkt dann nochmal lohnen. Das ist, glaube ich, nochmal eine gute Aktion. Die machen wir. Wir gehen hierher und wir werden Manichismus in Damaskus verbreiten. Das sollte uns dann hier nochmal helfen. Ja, plus 1 gewonnen. Wir waren schon bei plus 5. Wir brauchen auch hier wieder Einheiten zurück. Weil sich ja die Familie geändert hat, funktioniert das mit der Miliz jetzt nicht so. Aber es kommen gleich Einheiten zurück. Gut. So, du hast hier einen Schießstand gebaut. Auch sehr gut. Ist die Frage, ob wir damit weitermachen wollen.
Ein zweiter Schießstand wäre noch möglich. Wer weiß, was noch kommt. Wir machen das. Wird ebenso gebaut. Okay, dann haben wir die Städte. Svenet hat den Rat abgeschlossen. Aber ich denke, wir werden tatsächlich diese Strategie erstmal weiterführen. Das bringt uns jetzt plus 300 pro Runde. Das können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Und Elert, Viehzüchter. So, Elert ist insofern wichtig, weil auch hier müssen wir die Unzufriedenheit reduzieren. Fest 7 Jahre. Es gibt aber auch keinen Spezialisten, glaube ich, der uns da jetzt helfen wird. Insofern stellt sich die Frage, ob wir die 7 Jahre jetzt hier mitnehmen wollen. Ups, was hat er jetzt getan? Wir müssen zurück hier erstmal nach Elert. Ja, wir sind hier bei 70. Ja, wir brauchen, das ist der wichtigste Weg, um jetzt hier die Familie zu befrieden. Das ist das große Ziel, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Okay, wir können natürlich sie auch noch wieder weiter bestechen. Wir sind im Übrigen jetzt schon plus 19. Ja, ja, es geht langsam. Hier sind wir plus 4, das gefällt mir auch. Insofern gibt es meines Erachtens im Moment keinen Grund, irgendwas zu tun. Das läuft alles. Insofern beenden wir also irgendwas mit unseren Beratern oder irgendwelche Missionen zu unternehmen. Das wollte ich sagen. Natürlich gibt es immer was zu tun. Das ist klar. So, wann ist hier unser Weltwunder fertig gebaut? In 5 Jahren? Vielleicht in 4 Jahren? Am Beginn des nächsten Zuges? Und wenn wir jetzt in den legendären Städten Arbeiter frei haben, dann nutzen wir unser Gold und werden Steine kaufen und werden das nächste Wunder starten. Janet wäre eigentlich auch ein schöner Ort, aber die werden noch nicht so schnell legendär. Menefer ist legendär geworden. Das ist die 4. legendäre Stadt. Da wäre auch was möglich. Okay. Uns erreicht Kunde aus Karthago. König Karthago hat abgedankt. Oh, das ist schlecht. Mit dem hatten wir ein gutes Verhältnis. König Hiram der Neue ist es 26. Aber immer noch plus 40, wenn ich es richtig sehe. Verdammt. Okay, Herzogin Tetobastes wird intolerant. Das ist schlecht, weil sie... Ja, gehört zu den Ramesiden, ist das Familienoberhaupt. Und Intoleranz ist gerade nicht so gut. Nun gut, ein paar Konvertierungen gibt es. Unterwerft euch oder sterbt. Was? Was? Ernsthaft? Gut, aber warte mal. Wir sind ja sowieso schon. Wir zahlen ihnen ja sowieso schon Tribut, um klammheimlich hier doch. Ja, 89 Nahrung. Das ist doch kein Problem. Ich meinte, gut, das ist schon viel, plus 110. Aber ja, wir werden den Tribut weiterzahlen. Wir versorgen das Volk von Karthago mit Nahrung. Es ist uns eine Ehre. So, da haben wir nämlich diesen aggressiven Mann hier, König Hiram der Neue. Aus dem Ausland kommt die überraschende Nachricht, dass Karthago der Vornehme zurückgetreten ist. Was ist das überhaupt für eine Aktion? König Hiram regiert. Er wurde vom Adel als König gewählt. Nun gut. Okay, wir kriegen trotzdem plus 20. Und die Pocken verbreiten sich aus. Eieiei, es wird schlimmer. Die tödliche Seuche wütet weiter in Zao und hat bereits einen Großteil der Bevölkerung dahingerafft. Viel schlimmer ist jedoch, dass nun auch Bürger in Waset Symptome zeigen. Und nein, sowohl Init als auch Mykerinos sind erkrankt. Nicht einmal der Hof ist ein sicherer Ort. Ach du Schreck. Ach du Schreck, das ist schlecht. Also wenn jetzt hier unser Herrscher stirbt, dann haben wir ein echtes Problem. Ja gut, dann werden wir jetzt... Wir können rechtschaffend werden. Gebet und Rituale sind die einzigen Mittel. Nee, wir müssen die Wissenschaft weiter dazu anspornen, diesen Kampf für uns zu gewinnen. Wir bekommen einen Hofgelehrten. Na toll. Okay, das ist sie. Mere Sanch. Willkommen. Materielle Bedürfnisse.
Ein Händler bringt eine wundersame neue Stoffart, die er Seide nennt. Sie ist weich und glatt, aber dennoch fest, wodurch sie sich in jeglichen Situationen höchst angenehm tragen lässt. Außerdem, und das ist das Beste, stammt das Material aus einem fernen Land und wird selten so weit im Westen gehandelt, weswegen es sich als Symbol eines wahrlich großen Königs eignet. Für eine entsprechende Summe wird der Händler euch dauerhaft mit einer kleinen Menge Seide beliefern. Eieiei, cool. Wir bekommen Seide als Luxusgut. Ja, 4600, zahlen wir. Schluss mit dem Gerede. Nehmt meine Münzen. Das ist ja super. Das ist ja super. Das heißt, wir haben ein neues Luxusgut. Jetzt frage ich mich, gibt es hier eine Familie, die Seide haben möchte? Nee, die Ramesinen wollen Pelze, Oliven. Schade. Seide. Gibt es da irgendwelche Informationen zu? Nö. Es wäre möglich, die noch zu handeln. Solange lassen wir das einfach erstmal offen, was wir damit machen. Hui. Gut. Beginnen wir mal. Wir sind bei 400 Stadtkapital, ist gut. In 2 Jahren können wir neue Gesetze beschließen. Okay. Aber was hat sich... Ach, das mit der Krankheit, das ist unschön. Vor allem, weil jetzt auch möglicherweise wichtige Charaktere sterben, die wieder relevant sind für Meinungsboni und so weiter. Plus 32. Also das ist stabil. Hier müssen wir weitermachen. Minus 260 von Unzufriedenheit. Mhm. Na gut. Beim Manichismus ist vielleicht auch noch was machbar. Vielleicht doch noch eine Hochsynode. Profitieren wir noch von einer. Plus 14. Ja, das könnte man noch mal verbessern. Ist der nicht langsam alt? Alt genug zum Sterben? Nein, 38. Wartet mal, können wir mit dem noch was machen? Attentat, das ist mir zu riskant. Ich meine, unser jetziger Spion oder die Spionin ist deutlich besser. Aber wer weiß, was da alles passiert. Ja, ein Kerker würde einfach das Verhältnis zu den Ramesiden noch weiter beschädigen. Nee, das funktioniert auch nicht. Ne, im Moment kommen wir da noch nicht weiter. So. Jetzt will ich aber Einheiten hier wieder zurück in Stellung bringen. Ey, der Typ hat hier unsere Festung besetzt. Das ist unangenehm. Ich glaube, wir hatten schon eine Einheit hier oben stehen. Gehen wir da hin. Okay, die verschwinden, Gott sei Dank. Sehr schön. Den werden wir dort befestigen. Hervorragend. Den können wir noch zurückbringen. Ein Fernkämpfer. Den bringen wir von mir aus dorthin. Ja. Und irgendwo hatten wir noch eine Reiterei. Wir hatten auch die normale hier noch. Den schweren Streitwagen. Der bezieht dort wieder Stellung. Und noch eine weitere Reiterei. Okay, da haben wir erstmal alle wieder dort in Position bewegt. So. Du bleibst einfach auch dort. Und 2 Arbeiter. Aha. So, jetzt gucken wir mal. Also Manifer. Hier wäre es meines Erachtens möglich, ein Wunder zu bauen. Ja. Halt, nein. Die Hagia Sophia benötigt eine heilige Stadt. Das geht also hier nicht. Das Pantheon benötigt eine heilige Stadt, geht also ja auch nicht. Es würde das Museion gehen, da allerdings brauchen wir ein angrenzendes Stadtzentrum. Ja, und da haben wir uns natürlich hier ein bisschen verbaut. Da ist die Frage, ist nicht ein anderer Ort besser? Wo haben wir hier vielleicht gut was frei? Theater... Gerichtsgebäude, Ministerium, Palast, Heißbadehaus, Warmbadehaus. Das Warmbadehaus könnte man vielleicht abreißen, das wäre in Svenet durchaus möglich. Hier allerdings, dieses Feld, das könnte man, das wäre entbehrlich. Das würde ich aber dann gerne von einem Arbeiter hier machen lassen. Das wäre durchaus ein Weg. Insofern können wir hier was anderes machen. Die Frage ist, was? Hier bietet er uns einen Bauernhof an. Warum nicht? Bauen wir da den Bauernhof in den Sumpf.
neuerdings möglich, wie erwähnt. So, und hier die Mine. Da unten wäre noch was drin, sehe ich gerade. Steinbruch mit 11,5 ist auch nett. Aber das gehört gar nicht zu deinem Gebiet. Ist egal, bauen wir trotzdem. Wir sind da jetzt nicht mehr so. Und dann sind wir in Menefer, wo das Fest abgeschlossen ist. Das heißt, wir sind hier auf Stufe 0. Hervorragend. Dann kann es hier in Menefer normal weitergehen. Ein weiterer Bürger, nutzen wir die Möglichkeit, wieder einen Steinhauer zu etablieren. Okay. So, das wäre das. Müssen wir hier irgendwas tun? Können wir irgendwas tun? Im Moment sieht das ganz gut aus hier alles. Ramesiden, das wird mit der Zeit. Stadtkapital haben wir jetzt langsam ausreichend. In 2 Jahren haben wir Rechtswissenschaft. Nö, ich würde sagen, wir beenden dann erstmal das Jahr. Wir könnten natürlich zum Beispiel die Seide auch den Ramesiden geben. Das dürfte, also was bringt ein Luxusgut 20? Das wäre schon möglich, immerhin. Also es sind jetzt viele Bausteine, die wir hier zusammensetzen müssen, um auf die plus 200 zu kommen. Aber wenn sie stirbt, aber sie ist 32, das kann auch länger dauern. Wobei, ist sie nicht krank? Nee, ich glaube nicht. Sie ist ja auch in Tyros und da ist im Moment die Krankheit nicht ausgebrochen. Aber das könnte uns hier komplett nochmal alles verhageln, wenn Chefrin krank werden würde. So, zwischen den Hethitern und Rom herrscht jetzt Waffenstillstand. Patriarch Inet ist der Jüngere und genau der ist an dieser Krankheit verstorben. Patriarch Merentap ist Oberhaupt. Okay. Dann haben die Saiden ein neues Oberhaupt. Sie konvertieren zum ägyptischen Heidentum. Es richtet sich, glaube ich, immer nach dem Glauben des jeweiligen Oberhauptes. So, Prinzessin Semat bekommt Disziplin. Die ist auch schon 17. Okay. So. Horapis von Janet misstraut Hiram, dem Anführer der Karthager. Horapis schlägt euch vor, Spionagemeister Amenamet auf eine Nation ausspielenden Mission zu schicken, um herauszufinden, was er vorhat. Ja, ich würde sagen, das machen wir mal, weil das bringt uns 40 Ansehen. Also los. Das ist ein guter Hinweis. Haha. Nach dem Tod. Nach vielen Jahren voller Entbehrung und Tod scheint die mysteriöse Pockenkrankheit sich zurückzuziehen. Leider haben viele Ägypter diese dunkle Zeit nicht überlebt. Wie sollen wir diesen wichtigen Augenblick begehen, damit zukünftige Generationen ihn nicht vergessen? Okay, wir können ein Mahnmal errichten. Gibt uns 680 Stadtkapital. Festakt für Sau und Vaset. Leider sind wir nicht charmant. Tja, Stadtkapital ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Wir können jetzt überall endlich wieder die Statthalter besetzen. Das hilft uns hier, glaube ich, jetzt gar nicht so viel. Machen wir mal das. Das Mahnmal errichten. Finde ich gut. So. Ja, das war unser Kanzler. Da könnten wir direkt einen neuen wählen. Und gucken mal. Gut, ist natürlich ein Kanzler von den Ramesiden. Das würden sie uns, glaube ich, auch gut zurechnen, wenn sie da besetzt sind. Nehmen wir einfach ihn hier. Oder sie, besser gesagt. So, sehr schön. Bringt uns jetzt auf plus 85. Hier sind wir allerdings schon unter 200, aber das kriegen wir auch hin. Ja, okay, langsam wird es. Sehr, sehr, sehr schön. Okay. 3 Arbeiter. Du hast hier den Steinbruch in Damaskus gebaut. Was macht ihr hier? Ihr werdet hier ganz schön, frech. Da hinten ist noch ein Steinbruch möglich. Wenn das geht, machen wir es auch sofort. Wir sind auch schon bei 800 Steinen. Das läuft ziemlich gut jetzt.
So, hier hatten wir das Lager gebaut und hier wäre es wirklich schön. Ach, schaut mal, hier wird er uns ein Museion hinsetzen. Warte mal, ein Museion benötigt, wie ich gerade sehe, gar keine legendäre Stadt. Aber plus 50% Wissenschaft, da wäre es eigentlich wirklich besser, die woanders zu platzieren. Vaset ist schon nicht schlecht. Wissenschaftsleistung dort ist 49. Natürlich am besten in Svenet mit 92. Aber ich will hier eigentlich keine Gebäude kaputt machen. Wobei, auch hier könnte man wirklich sagen, na, er braucht noch ein Jahr. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir das hier kaputt machen können, weil wir sind bei minus 26. Oh Gott. Ja, Leute, also ich denke, wir machen das anders. Wir machen das Museion, machen wir hier in Svenet, bauen das hier hin. Gut. Insofern würde ich hier gerne etwas bauen, was uns reduzierte Unzufriedenheit bringt. Theater haben wir schon. Das Amphitheater auch. Das Kaltbadehaus wäre hier möglich. Ja, machen wir das. Ja, weil Elat ist auch so ein Thema. Ne? Mit Stufe 3, das kann noch deutlich besser werden. Okay, da ist die Windmühle gebaut. Wir sind im Gebiet von Damaskus. Es wird uns ja auch nichts mehr groß empfohlen. Was man natürlich tun könnte, man könnte einfach dieses Gebiet kaufen und damit dann hier noch was machen, oder? Das heißt aber, der Speer muss weg. Der Speer kommt einfach mal hier hin. Bin mir nicht ganz sicher, ob das gehen würde. Wir versuchen es. Ja, Feld kaufen 70 Gold, kein Problem. Und damit haben wir die Möglichkeit, hier noch was zu bauen. Oder? Ja, aber nicht mehr in dieser Runde, alles klar. Das machen wir dann in der nächsten. Okay, der Meistermönch in... Wo sind wir hier? In Vaset natürlich, ist abgeschlossen. Ein Bürger ist ebenfalls noch möglich. Meisterdichter oder Meisterschreiber. Kultur oder Stadtkapital. Stadtkapital ist ja jetzt kein Problem mehr. Das bringt mich zu dem Punkt... Ja, warte mal, wir machen lieber was anderes. Wir machen Bauer. Das bringt mich zu dem Punkt, zu prüfen, wo wir eigentlich neue Statthalter noch benötigen und die gegebenenfalls zu besetzen. Ja. 6,7 Forschung, 30 Gold, ist doch eine feine Sache. Sie wird das hier. Hier fehlt auch jemand. 4,2 Stadtkapital, okay. Da haben wir die Position besetzt. Hier. Aha, hier gibt es keine untätigen Kandidaten, deswegen werden wir die alle leider nicht besetzen können. Na gut, dann ist es so. Ja, das sind alles Ramesiden-Städte. Okay. Ammonia hat den Steinhauer abgeschlossen. Kein freier Bürger. Wir könnten aber hier einen Ältesten erschaffen. Machen wir das. Und Sau ebenfalls den Steinhauer. Hier haben wir allerdings noch drei Bürger. Stufe 4 ist auch eine Menge, aber mit der Familie ist, glaube ich, im Wesentlichen alles in Ordnung. 12 Nahrung ist gut. Gönnen wir uns das hier. Sehr schön. So, nächste Runde haben wir Rechtswissenschaft und damit können wir auch das nächste Gesetz einführen. 85, 193. Ja, ich bin zufrieden. Beenden wir das Jahr. Wann ist unser Weltwunder? In 3 Jahren, beziehungsweise in 2 Jahren ist es dran. Karthago jetzt bei 54 Punkten, haben wieder 2 Punkte gut gemacht. Tja, und wenn es... Das Problem ist so ein bisschen, dass die Wunder alle... Also wenn wir das Museion dort unten bauen, hier in Svenet...
Die anderen beiden Wunder müssen wir leider hier auch bauen, weil es eine religiöse Stadt erfordert, die wir natürlich nur da haben oder in Janet. Janet selbst ist aber auch noch nicht legendär. Und es wird auch noch 20 Jahre dauern, ehe das der Fall ist. Sowas habe ich jetzt weggeklickt. Ärgerlich. Egal, wir haben die Rechtswissenschaft. Schaltet Aufstand frei. Okay, das ist eine diplomatische Aktion, die wir durchführen können. Und Gesetze, Zünfte oder Eliten. Oh, das gefällt mir. Zünfte ist ja super. Für alle Städtchen, das sind diese Orte, die sich aus den Weilern entwickelt haben. Minus 1 Unzufriedenheit, das ist ja fantastisch. Ja, super. Okay, werden wir gleich machen. Jetzt ist die Frage, ich sehe gerade, jetzt können wir gerade nichts erforschen, was uns ein Gesetz bringt, oder? Wir müssen mal gucken. Ja, wir brauchen aber die Kartografie, weil die Kartografie ist die Voraussetzung für Lateinsegel. Lateinsegel wiederum ist die Voraussetzung für Fiskalpolitik. Beides sind noch Gesetze, die wir freischalten. Und wo ist... Ja, das sind die beiden letzten, ja? Nee, dann ist alles richtig. Dann nehmen wir jetzt die Kartografie. Sehr, sehr schön. Okay, und damit lasst uns hier zu den Gesetzen gehen. Und wir haben uns ja schon festgelegt, wir wollen die Zünfte haben. Kostet hohen Unterhalt. Minus 110, bringt aber minus 1 Unzufriedenheit pro Städtchen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Städtchen haben wir schon? Ich will euch die Städtchen mal zeigen. So sehen Städtchen aus. Und da, wo es natürlich besonders nötig ist, da haben wir sicher noch keine Städtchen. So, wir gucken mal. Aber es sieht bei den Ramesiden schon deutlich besser aus. Schaut mal, in Tyros sind wir jetzt nur bei plus 2,2. In Damaskus bei plus 2. Ja, es wird immer besser. Stufe 3, Stufe 3, Stufe 4. Okay. Dementsprechend, ja, sieht das auch hier deutlich besser aus. Plus 98. Immer noch minus 260 von der Unzufriedenheit. Aber das wird jetzt was werden. Wir haben noch ein Ereignis. Herzogin Tetobastes soll befördert werden. Gestählt. Statthalter plus 1. Befehl brauchen wir eigentlich nicht. Gräberin. Minen und Steinbrüche. Das ist gut. Da sind, glaube ich, auch einige Minen und Steinbrüche. Politische Studien. Nun, da Prinzessin Seemart ihre politischen Studien abgeschlossen hat, wie soll sie zu den Geschehnissen im Hof beitragen? Ja, sehr schön. Das ist jetzt wichtig. Wir wollen... Okay, sie kann Rednerin werden. Oder Richterin. Ja, ich sehe jetzt gerade die entsprechenden Boni nicht, komischerweise. Aber wir hatten, glaube ich, noch nie eine Rednerin. Als Oberhaupt plus 40 Ansehen bei Religionen. Als Richterin Änderung der Gesetze für 100 möglich. Ja, Gesetze kann Erweiterungen verbessern. Das ist schon sehr, sehr stark. Aber es ist jetzt nicht mehr unser Thema in dieser Phase. Passt auf, sie wird Rednerin. Okay, ihr bemerkt, dass Herzog Echnaton, dritter Erbfolger seiner Mutter Tetobastes, zweite Erbfolgerin, immer mehr ähnelt, im Guten wie im Schlechten. Okay, auch er ist intolerant. Naja. Herzog Echnaton, er wird rechtschaffend, sehr schön. Okay, da ist dann doch ein bisschen was anderes rausgekommen. So, wir sind, wie erwähnt, bei 13 von 15. Sehr, sehr gut. Okay. Dann gucken wir mal die Arbeit da durch und überlegen wir, wo wir was machen. Hier empfiehlt er uns ein Fort, aber ich hatte ja eigentlich die Idee, dass wir dort noch einen Steinbruch setzen. Ja, das ist dann halt hier so Vorfeld, das ist kein Problem. So, du bist da angekommen, du hast die Festung dort gebaut. Das ist wiederum gut. Lohnt es sich hier vielleicht noch Land zu kaufen? Ich glaube ja, wir können ja hier durchaus noch mehr machen. Ne? Schaut mal, dieses Land kann gekauft werden. Dann geh du mal bitte wieder ein bisschen weiter nach vorne. Das Gebüsch kann auch gekauft werden.
Da kann ich aber, glaube ich, nicht hin, weil der den Platz versperrt. Aber da kann ich hin. Wir kaufen das Feld. Ah, schaut mal, dadurch gehört uns das Ganze. Großartig. So, du hast hier eine Bibliothek gebaut. Ah, schaut mal. Hier empfiehlt er uns schon die Hagia Sophia. Ja, jetzt können wir gut überlegen. Also ich denke, wir starten auf jeden Fall jetzt mit dem Weltwunder. Hagia Sophia, Pantheon, Museion. Museion bringt uns, glaube ich, im Moment am meisten, weil wir nochmal ordentlich Forschung bekommen. Plus 34, wobei es dauert ja auch 15 Jahre. Und da hat mir gesagt, wollen wir das abreißen. Ja, wollen wir das wirklich machen? Wir können auch vielleicht mit Arbeitern aus anderen Städten jetzt hier mal agieren. Okay. Benötigt angrenzendes Stadtzentrum. Das wäre hier. Tja. Kultur aber nur mächtig. Ja, aber hier würde das forschungstechnisch wirklich super viel bringen. Aber das Stadtzentrum ist tatsächlich hier gar nicht da. Komisch, dass er mir das dann hier unten als Empfehlung anzeigt. Ach so, die Hagia Sophia. Ja, jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier mit dem die Hagia Sophia hier hin. Warum auch nicht? Wir können sie auch da hinten hinpacken. In die Wüste. Dann würden wir nicht dort noch Platz wegnehmen. Da können wir nämlich noch Steinbrüche bauen. Oder wir machen als erstes vielleicht doch lieber das Museion. Pass auf, wenn man das... Wir werden jetzt sogar einen Eilmarsch machen, weil ich will das jetzt hier in Gang bringen. Okay, damit ersetzen wir das Ganze. 14 Jahre benötigt das. Es geht los. So, damit haben wir das für uns reserviert. Das ist ja der wichtige Punkt. Gut. Wir sind hier. Tyros. Ja, genau. Wir wollten hier oben noch den nächsten Steinbruch bauen. Plus 14. Sehr schön. Plus 226 Steine. Das läuft. Aha, hier ist eine Beförderung möglich. Fokus 2. Und wieder auf Wache gehen. Und hier oben haben wir den nächsten Speerkämpfer. Und den werden wir dort positionieren. Dort ausbilden lassen. Und der wird dann an der Karthago-Front stehen. Aber im Moment habe ich das Gefühl, wir machen unser außenpolitische Sache relativ gut, sodass es vielleicht klappen könnte hier ohne einen finalen Krieg, auch wenn vielleicht ein oder andere Zuschauer das gern sehen würde, ohne einen finalen Krieg hier den Sieg zu erringen. Ich bin gespannt. Im Kern brauchen wir eigentlich nur noch diese beiden Forschungen, die nächsten beiden, Kartografie und... Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen noch Lateinsegel und Fiskalpolitik. Ne? Das sind quasi noch drei Forschungen, die wir benötigen. Und wir müssen uns halt noch mit diesen Familien gut stellen. Das ist das, was wir benötigen. Naja, wir werden sehen. Diese Folge ist erst einmal zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwein.